Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden soll. Aber auf seinem Platz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann aber nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Ich beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Es ist ja nicht wirklich so, dass die Gesellschaft dann in der Mitte auseinanderbrechen würde. Nein, die Gesellschaft würde nicht in der Mitte auseinanderbrechen. Denn eigentlich sitzen die Leute, die die Gesellschaft spalten wollen, ja ziemlich weit rechts und ziemlich weit unten. Im Blinddarm der Gesellschaft. Genau. Und so ein Blinddarm ist ja jetzt nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Hi Leute, es tut mir leid, aber ich muss mal kurz angeben, ich bin für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. In dieser Folge. Die bei Funk sollten trotzdem Standards haben, wie sie arbeiten zu haben. Also da manchmal ist das da nicht so koscher, was da abgeht. Wie meinst du, sind diese 18 Euro GEZ angelegt? Ja, eben. Und das wirklich in der Tagesschau zu hören, also finde ich schon heftig. Also ich zum Beispiel bin nicht geimpft, bin den ganzen Scheiß durch, tut mir leid. Aber ich wurde so stark ausgegrenzt von Freunden, von Familie, nicht so dolle, aber auch. Ich denke, diese Linksextremen sind schlechter gefühlt schon als rechtsextreme Menschen, weil, also die werden auch so angesehen, die werden irgendwie dann auch nicht kritisch angesehen. Die regieren gerade das Land. Ja, genau, das ist halt einfach Quatsch. Die regieren nicht das Land, die regieren aber nur die Medien, das ist das Problem. Aber wer die Medien regiert, der regiert in 20 Jahren auch das Land. Der 60-Sekunden-Podcast, eine Ketzer-Originalserie. Es gab da so einen YouTuber hier in Deutschland, der hat sich über die LGBTQ-Community, ich zitiere, Ratten, die man in Löcher zurückprügeln muss, geäußert. Die Urketzer unter euch erinnern sich vielleicht noch an die alten Folgen, in denen ich etwas trickste. Herzlich willkommen hier wieder bei Ketzer der Neuzeit. Ob rassistische Beinzitate vorlesen, aber vorher sagen, es wären Trumps. Es geht um Donald Trump und dann erst im Anschluss zu sagen, es Biden. Ist nicht ganz fair. Ja, genau, aber ist ja nicht immer fair. Oder rassistische Grünen-Zitate vorlesen und sagen, sie wären vom Alpha-Querdenker Herbert Herbert. Und zwar geht es hier um Zitate von dem Querdenken-Organisator Herbert Herbert. Und zwar hatte der sich geäußert, es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele schwarze Mitbürger bei Querdenken-Demos mitlaufen. Ich glaube, er hätte sich vor 80 Jahren in Deutschland wohler gefühlt. Was wäre, wenn ich Ihnen jetzt aber sage, dass diese Zitate tatsächlich von Sarah Lee Heinrich, der Pressesprecherin der Grünen Jugend, war? Es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis bei Fridays for Future rumlaufen. Und weil wir so eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben. Oftmals traf ich auf das, was ich nicht hoffte, aber hier in Berlin erwartete, grenzenlose Doppelmoral. Ein Rassismus gegen Weiße kann es nicht geben, weil man Rassismus immer auch im Kontext der Machtstrukturen denken muss. Ich hoffe, dass die Ära Trump ja damit jetzt so ein bisschen beendet ist und dass man dann wieder ordentliche Politiker dran haben, die nicht nach Instagram und Co. gehen, sondern die sich für vernünftige Sachen wieder einsetzen. Okay, so. Gleiche Meinung wie Mama. Ja. Okay. Darf ich kurz an Ihrem Weltbild noch mal kurz rückeln zum Abschluss? Rückeln? Rückeln, einmal dran schubsen. Und zwar waren das alles Joe Biden-Zitate. Ach ja, guck mal. Ja, das könnte man natürlich antworten, Establishment, aber dann lieber doch Joe Biden Establishment als Trump. Der gehört ja auch nicht wirklich zum Establishment und die werden ihn jetzt sehr schnell ausspucken. Er wird vor Gericht landen und vielleicht sogar im Gefängnis, was gut wäre. Und was soll ich sagen? Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, in meine Trickliste zu greifen. Aber ob ich auch heute auf die gute alte Das ist etwas anderes Keule treffen werde? Finden wir es heraus. Es gab da so einen YouTuber hier in Deutschland, der hat sich über die LGBTQ-Community, ich zitiere, Ratten, die man in Löcher zurückprügeln muss, geäußert. Was hältst du von solchen Aussagen im Internet? Nein, das hat er nicht gemacht. Also das unterstütze ich nicht. Nee, das ist schon dreist, ehrlich gesagt. Das finde ich auch ziemlich dreist. Nee. Ich frage mich auch, wie er 127.000 Abonnenten damit erreichen konnte. Ja. Katastrophe, oder? Ja. Ja. Nee. Wenn ich den sehe, dann wird das ein ernstes Wörtchen mit dem geredet. Ja. Ein ernstes Wörtchen. Ihr könnt sowas nicht zulassen, ne? Wenn so, man kann diskutieren mit Argumenten, aber wenn es dann um Beleidigungen geht, nee, ja. Das geht zu weit. Wirklich, Leute. Was macht man mit solchen Leuten auf YouTube? Ich meine, das gehört ja gelöscht sozusagen. Ich habe jetzt die Videos ja nicht genau gesehen. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es wirklich so gesagt wurde, dass es Ratten sind, die man irgendwie vertreiben sollte oder so. Deswegen weiß ich nicht, aber falls er diese Aussage getroffen hat, finde ich schon, dass man da auf jeden Fall was dagegen unternehmen sollte. Ja, aber bringt das was dann, den zu löschen so?
weil vielleicht macht er auf so anderen Plattformen so. Und dann ist ja noch so eine extremere Bubble, die dann entsteht. Gleich geht's weiter. Das Thema, welches du aktuell nur mit Samthandschuhen anfassen darfst, ist der Krieg in der Ukraine. Die Neufassung des Paragraphen 130 sieht vor, freies, also falsches Denken und Reden über die Kriege unserer Zeit zu bestrafen. Umso dankbarer bin ich für Bücher, die den Wahrheitsministerien, auf Neudeutsch Faktencheckern, ein Dorn im Auge sind. Eine klare Empfehlung ist Wir sind die Guten von Matthias Bröckers und Paul Schreier. In diesem Werk wird eindrucksvoll analysiert, wie etablierte Medien verschleiern, dass hinter den hochgehaltenen westlichen Werten wie Freiheit oder Demokratie, wer hätte es gedacht, in Wahrheit wirtschaftliche und politische Interessen stecken. Am liebsten genehmige ich mir solche Hörbücher übrigens in der Bahn oder beim Joggen. Nur laufe ich nicht täglich Marathons, um ein ganzes Buch gleich mal durchzuhören. Mit Blinkist, dem Sponsor der heutigen Folge, muss ich das aber auch gar nicht. Diese, wie ich finde, geniale App ermöglicht es dir nämlich, die grundlegenden Standpunkte aus über 5500 Sachbüchern und Podcasts in nur 15 Minuten zu verstehen. Nehmen wir als Beispiel ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Spätestens nach nur 15 Minuten auf Blinkist verstehst du dann, wie ernst es um die Meinungsfreiheit wirklich steht. Die Funktion Blinkist Connect, welche im Blinkist Premium-Abo enthalten ist, ermöglicht dir, all diese spannenden Werke, ob zum Lesen oder Hören, kostenfrei mit einem Freund zu teilen. Mit dem Link blinkist.com/ketzer der Neuzeit kannst du aktuell 25% auf das Jahresabo sparen. Teste das Ganze gerne erstmal völlig kostenlos. Aber wenn du mich fragst, in diesen degenerierten Zeiten in seine Bildung zu investieren, ist das wohl Schlauste, was du machen kannst. Finde ich jetzt nicht. Also überhaupt nicht. Jeder Mensch soll sozusagen sein Leben leben, wie er möchte. Ob er nun schwul, also homo ist, hetero, alles dazwischen. Ne? Also finde ich nicht gut. Ne? Also jeder lebt so, wie er leben will. Ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt mal sagen. Also Ratten würde ich die jetzt nicht nennen. Aber naja, man sieht das am Brandenburger Tor heute zum Beispiel, sind die ja schon mal hoch. Oder das war die letzte Generation, ja, die Klimabewegung, ja. Genau. Da verwechsel ich Sachen. Aber das sind relativ ähnliche Kreise, muss man ehrlich sein. Ja, also, ja, wie soll ich sagen, ich würde die jetzt nicht als Ratten betrachten, aber ich habe mal versucht, mit solchen Leuten zu reden, zu diskutieren und zu sagen, jetzt zum Beispiel, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, eine Frau kann ein Kind kriegen, für mich ist das faktisch einfach der Fall. Und wenn sich jemand als Frau fühlt, andere Sache, aber für mich wird das noch immer nicht jemand sein, der Kinder kriegen kann. Tatsächlich habe ich da einen kleinen Twist eingebaut. Und zwar hat dieses Zitat nicht dieser YouTube-Kanal von sich gegeben, sondern man staune die Tagesschau. Es ist der Wahnsinn, man konnte es nicht glauben. Was ist, wenn ich euch sagen würde, dass wir Menschen, die solche Zitate raushauen, aktiv mit 18 Euro im Monat unterstützen? Oh nee, Sie wollen es jetzt sagen, das bei Funk oder so? Ey, du bist ein schlauer Typ, ja. 18 Euro, ja. GEZ. Hast du schon mal was von gehört? Ja, natürlich. Ja, das 18 Euro sollte ja eigentlich, finde ich das eine gute Idee mit diesen 18 Euro. Man bezahlt sozusagen die freie Meinung, die Demokratie. Aber die bei Funk sollten trotzdem Standards haben, wie sie arbeiten zu haben. Also da manchmal ist das dann nicht so koscher, was da abgeht. Sag ich so, wie es ist. Wie meinst du, sind diese 18 Euro GEZ angelegt? Naja, also auf jeden Fall sind die 18 Euro GEZ meiner Meinung nach erstmal bei den ganzen Vorständen angelegt. Und das war relativ sicher. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Prozent es sind, aber ich glaube, der Großteil, der geht ja in Pensionen rein. Von Aufsichtsräten etc., wer da alles drin sitzt. Die müssen ja auch in warme Länder jetzt ihre Rente genießen, weil das ist ja die Klimagerechtigkeit. Hier ist es kalt, in Spanien wird es warm. Du kannst dann mit dem Geld natürlich noch den Rest des Lebens genießen. Ist doch fair. Ist doch solidarisch. Ja, ist es ja. Absolut. Nach einem Update die Tagesschau den Text geändert. Twitter-Account teilte mit. In einer früheren Version wurden Begriffe wie rassistische oder verschwörerische Ratten verwendet. Die Passage wurde geändert. Wir bitten um Entschuldigung. Ja. Super, na dann. Aber hier gab es dann also auch die ein oder andere Kritik von anderen Medien, die hinterfragt haben, ob das wirklich die Wortwahl ist, die Tagesschau benutzen sollte. Denn vielleicht hast du schon mal mitbekommen, die Tagesthemen, die Tagesschau bzw. generell ARD, ZDF, der ganze Apparat, macht doch gerne Beiträge darüber, wie wir heutzutage noch Nazi-Begriffe benutzen. Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir hier mal lesen. 1940 erschien im Nazi-Deutschland der Film Der ewige Jude. Nach dem populären Spielfilm Jud Süß sollte dieser im Doku-Stil gedrehte Streifen ein quasi wissenschaftliches, untermauertes Bild davon verbreiten, wie gefährlich Juden für das arische Deutschland seien. Und in dieser Dokumentation der Nazis wurden in den berüchtigten Szenen die Ratten benutzt, um Juden zu beschreiben. Und die würden halt das Land vernichten. Also sprich, man benutzt hier gerne dieselben Wörter,
Wobei man im nächsten Artikel dann sagt, ja, das sind übrigens die Wörter, die die Nazis benutzt haben, die wir nicht mehr benutzen dürfen. Also eine Doppelmoral vor dem Herrn. Ja, eben. Und das wirklich in der Tagesschau zu hören, also finde ich schon heftig. Ganz kurz, ich habe eine Frage. Kann es sein, dass Sie, laden Sie auch die Videos auf TikTok hoch? Ja. Kann es sein, dass Sie da auch mal sowas gesagt haben, wie ich identifiziere mich als schwarz? Als Chinesin, als schwarz, ja doch auch. Da war diese hübsche Blonde dabei. Dann habe ich sie gesehen da schon. Ja. Willkommen im Club. Ja. Ne? Ja, TikTok hat meinen Kanal gelöscht mittlerweile. Wow. Wirklich? Komplett frech. Ey, aber was sagen Sie zu Andrew Tate? Mein Plädoyer wäre ja, dass man eben in der Schule und generell in der Gesellschaft sowas wie Medienkompetenz einführt. Das würde eben dann sozusagen in der Welt, die ich mir vorstelle, so aussehen, dass jeder sagen kann, was er will und die Leute sind einfach clever genug, sich das rauszunehmen, was richtig ist und mit dem sie was anfangen können. Weil sobald ich anfange, Dinge unter Strafe zu stellen und vor allem auch sowas Diffuses wie den Begriff Hassrede, dann muss es immer Leute geben, die entscheiden, was ist Hassrede. Sarah Bosetti auf Twitter, das war hier in der Hochzeit der guten alten Pandemie. Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. So ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Ja, über solche Zitate wird jetzt natürlich nicht mehr geredet. Also entweder wir verständigen uns darauf, dass man solche Dinge sagen darf, oder wir verständigen uns darauf, dass man solche Dinge nicht sagen darf. Das Problem hierbei ist, jetzt stell dir das einfach in einem anderen Kontext vor. Jetzt stell dir mal vor, ich erzähle das Gleiche über ukrainische Flüchtlinge. Bewahre, das also, würde ich nicht tun. Also, trotz aller. Hier aber ein Aufschrei, du. Dann wäre hier aber Heido Peido. Das ist es halt. Also, entweder billige ich Meinungsfreiheit in beide Richtungen oder in keine. Also, ich weiß, was mir lieber wäre. Also, wir sind einfach nur noch so ein dreckiger Blinddarm. Oh, das ist krass. Also, das finde ich wirklich krass, wie da hier so öffentlich gesprochen wird. Also, eben so die Blinddarm. Ne? Also, ist man sprachlos. Ne? Also, ich bin echt, finde ich. Kannte ich noch nicht, ne? Und wenn das echt so Personen aus dem öffentlichen Rundfunkmedien, was auch immer, ne, sagen, also schockiert einen wirklich. Hey, alle, die eine andere Meinung als ich haben, sind halt ein fucking Blinddarm, den wir nicht brauchen in der Gesellschaft. Können wir sozusagen abstoßen. Okay. Vielleicht sind auch die Linken mit ihren Künstler-Degrees der Blinddarm in dieser Gesellschaft. Also ich könnte mich darüber wirklich dolle aufregen, weil jetzt, es geht vermutlich ums Impfen, oder nicht? Genau, um alle Leute, die aus der Sicht von Sarah Bosetti eine andere Meinung haben, zum Beispiel bei Corona. Genau, also ich zum Beispiel bin nicht geimpft, bin den ganzen Scheiß durch, tut mir leid, aber ich wurde so stark ausgegrenzt von Freunden, von Familie, nicht so dolle, aber auch, also da kam es schon auf das Thema. Ich fand, das war einfach nur, wie gesagt, eine Spaltung der Gesellschaft, und zwar eine gezielte. Und fand ich gar nicht gut. Auch mal ein interessantes Thema. Meinst du, die Leute haben vergessen, was die letzten 2 Jahre so mit Corona passiert ist? Weil jetzt interessiert es ja gerade keinen mehr. Aber so diese Ausgrenzung, die Beleidigung, das ist jetzt alles Schnee von gestern. Ja. Das ist nie passiert. Ja, ich habe das letzte Mal vor einiger Zeit eine Sendung von Markus Lanz gesehen. Und da ging es sogar in die gegenteilige Richtung. Da wurde dann über China gesprochen. Und darüber, dass China jetzt irgendwie die Corona-Maßnahmen oder Corona benutzt, um Drangsalierungsmaßnahmen gegen das eigene Volk. Und das würde man hier nie machen. Nee, also hier absolut nicht. Also alles, was hier ist, ist auf jeden Fall mit beiden auf dem Grundgesetz passiert. Ich denke, diese Linksextremen sind, also die sind nicht besser, die sind schlechter gefühlt schon als rechtsextreme Menschen. Weil, also die werden auch so angesehen, die werden irgendwie dann auch nicht kritisch angesehen. Die regieren gerade das Land. Ja, genau, das ist halt einfach Quatsch. Die regieren nicht das Land, die regieren einfach nur die Medien, das ist das Problem. Aber wer die Medien regiert, der regiert in 20 Jahren auch das Land. Ja, hier haben wir sogar mal einen Beitrag von Amnesty International, die tatsächlich mal kritisch gegenüber der Überwachung im Internet und damit der Meinungsfreiheit, die in Gefahr ist, einen Artikel geschrieben hat. Da wurde auch darüber berichtet, dass Leute schon aus Angst nicht mal mehr bei Google gewisse Themen eingeben oder auch bei WhatsApp vielleicht gewisse Nachrichten dann doch nicht mehr so schreiben. Zum Beispiel in Klassen, in so Veranstaltungen, schulische Veranstaltungen, da wird kein Wort gesagt, also was kritisch ist, weil da wird man erstmal direkt von allen Seiten bombardiert. Aber es ist umso stärker, wenn du es dann wirklich trotzdem machst. Und ich denke mal, da nimmst du auch viel mit für deine Entwicklung. Ich meine, wenn du der einzige Fels in der Brandung bist, der da sein Mann steht. Ich war auch auf einigen der Demonstrationen mit dabei und so. Und es ist schon so, dass du natürlich auch Leute hast,
mit denen du dich unterhältst und dann denkst, bei dir ist aber auch der Schuss irgendwo nach hinten losgegangen, oder? Also da ist auch auf der anderen Seite, also ich sag mal, auf unserer Seite viel Hass in den Bäuchen. Und ich denke, auch das ist Teil einer Agenda, die sagt, hey, wir wollen diese Gesellschaft destabilisieren. Wie macht man das? Du hast den und du hast den. Und ihr beide bekriegt euch jetzt. Und kommt ja nicht auf die Idee, dass wir dabei gewinnen, wenn ihr euch fertig macht und keiner mehr miteinander redet. Ja, also ich klares Plädoyer dafür, dass die Kommunikation nicht aufhören darf und man sich immer wieder auch neu bemühen muss, diese Diskussion ein bisschen unaufgeregt und unaggressiv zu führen, was nicht immer einfach ist, weil auch so im Familienkreis und das ist natürlich auch schon so, dass wenn man da anfängt, irgendwie Dinge in Frage zu stellen, dass da dieselben Buzzwords immer fallen, weil Buzzwords ist ja sowieso das Schöne. Das hast du auch auf allen Seiten. Du hast auf der einen Seite hast du die Aluhutträger, auf der anderen Seite hast du die Gutmenschen und so. Das ist immer so leicht, irgendwie so Wörter aufzuladen mit einer Emotion und die dann auf Leute zu schmeißen. Und dann alles, was sie sagen, ist dann sozusagen, bricht halt dann komplett weg. Und das ist, fällt einem dann schwer, auch sachlich zu bleiben. Und ich glaube, FBI, open up! Du bist ja jetzt einfach ausgewichen so. Was hältst du von Andrew Tate? Andrew Tate, guter Mann. Andrew Tate, wenn du das siehst, someday we're gonna meet and we're gonna have a podcast in future. He's the top G Alpha man. Could you imagine that also official newspaper, official media use hate speech? I think it has happened before, but usually not really. They have to be more neutral, like. Neutral, yeah. You would think so, but we got the so-called Tagesschau. It's a commentary from the Tagesschau, which is the biggest newspaper organization, like the biggest news media thing, right? Mm-hmm. And in their commentary, they said that there's a problem with Elon Musk and taking over Twitter because now people can claim their conspiracy stuff in the internet freely, and those are like those people that do this in the internet, those are rats, like ratten, that we basically have to get rid of. I don't know, so they call them rats if they say their opinion, or? Yeah, well, it's the wrong opinion, obviously. Oh, yeah. All the people that would say like the racist and homophobic stuff. Well, yeah, the Tagesschau would assume that everyone that has a different opinion is basically automatically a racist, but I think they also just mean people that that question the government, that question if the measurements about COVID and about climate and whatever is true, is right. And if you have a different opinion than the government, you're basically a rat. Like, that's my interpretation of things. Okay. Yeah, that's also not. I mean, there's different things in expressing your opinion and being like judging of other people, you know? Would it be considered hate speech if I, for example, say like, hey, maybe the government tries to make us slaves, basically? I don't think that's really hate speech. If you give a right argument as to why you think that, I don't think that's hate speech. Sehr cool. Super, danke schön. Leo, war meine Ehre. Jawohl, mir auch, danke schön. Viel Glück, mein Lieber. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr einen YouTube-Kanal von den beiden Jungs sehen wollt. Ich meine, du warst der... Joshua war ich. Joshua und der Akin. Akin mit N. Habe ich extra betont. Ey, geil, Jungs. Hat mich wirklich gefreut. Es war mir eine Ehre. Mich auch. What do you study? Fashion business. Look at this hoodie. It's from me. Yes, basically my buddy. Liam, komm kurz her. Du musst dich mal umdrehen. Mit der Cap. Yes, it's a bird. Great, thank you for your time. Yeah, you're welcome. Ciao. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Reingehauen. Ciao, ciao. Ob Zufall, Glück oder Schicksal, Menschen wie aus der heutigen Folge findet man nur selten. Und da die Frage öfter kommt, nein, ich sortiere nicht aus, wer in das Video reingeschnitten wird oder nicht. Jeder, der seine Zustimmung gibt, kommt in den 60-Sekunden-Podcast. Und jeder, der auf ketzerderneuzeit.com feinste Ware bestellt, bekommt aktuell satte 25% Black Friday Rabatt auf die gesamte Bestellung. Mit der neuen Kollektion Embrace Tradition haben wir unser Symbol, das du ab sofort mit Stolz auf deiner Brust in die
die Welt hinaustragen kannst, um dich der allzeit präsenten Regenbogenpropaganda modern, aber mit Würde und Stil entgegenzustellen. Mit deiner Unterstützung ermöglichst du die umfangreiche Arbeit, auch unsere jüngere Generation zu inspirieren, eigenständig und frei zu denken. Mittlerweile sind es übrigens nur noch 82.000 weitere Abonnenten und wir haben den woken, zwangsfinanzierten YouTube-Kanal Funk überholt. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich weiß noch, das erste Video kam im August 2020. Ich dachte mir so, ach scheiße, jetzt ist eh schon zu spät. So, jeder hat gecheckt, dass Corona, also, warte, wir sind auf YouTube, also jeder hat schon mal hinterfragt und ich dachte mir so, warum soll ich jetzt so damit anfangen? Das ist der scheiß Scam. Ja, ja. Erstmal zum Wohl darauf. Ne? So. Ja, ich bin jetzt nicht der, der erklärt, wie die Welt funktioniert, also, was weiß ich schon. Aber ich rede mit den Leuten und vor allem das in einer Zeit, wo es halt nicht mehr selbstverständlich ist. Mit Google-Forschern, die sich darüber geäußert haben, so ja, irgendwann unsere Gedanken in eine Cloud hochladen können. Wenn da Leute wie einen Jordan Peterson, einen Andrew Tate bei Twitter entsperrt und dort für freie Meinung einsteht, so, dann kann ich ja erstmal nicht sagen, so, hey, das ist ja voll kacke. Aber erstmal merke ich gerade, wie dieses Gespräch richtig mich auch erfüllt wieder. Vielleicht ist es auch der Nikotin, vielleicht, der mich gerade ein bisschen nach oben bringt, lustig. War auch kein Zufall, dass du derjenige warst, der in Deutschland das erste Mal das Corona-Narrativ hops genommen hat. Wenn du zu Hause eine Frau hast, die dir wirklich gut tut, menschlich, spirituell, vibestechnisch, emotional, die dir wirklich gut tut, dann wirst du eine bessere Version von dir selber sein. Neue Section hier bei Comments Café. Was ist deine Meinung zu? Ich bin bereit. Okay. Was ist deine Meinung zu? Religion, Corona, Andrew Tate, Feminismus, Karl Lauterbach, Kanye West.